Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen, großartigen, fantastischen, sonnigen, ja, Sonntag, angeblich, es ist nur leider ein keltischer Dienstag, aber macht nichts. Trotzdem, wir haben heute frei und weil heute ein keltischer Marstag, ein Dienstag ist, bitte wieder besonders aufpassen. Wir haben, wie du sicherlich noch dich erinnern kannst, diese schwierige Mars-Uranus-Konstellation, die sich dann auch unselig noch zu Saturn ins Quadrat begibt. Das sind dann Knochenbrüche meines Erachtens. Also das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Und bis zum 10. August bitte durchhalten. Ja. Alles, was mit Fahrrad, mit so schwachen Verkehrsmitteln zu tun hat, bitte unheimlich aufpassen. Ich hätte gestern auch wieder fast einen Unfall gehabt, weil ich aber die jeweiligen Kreuzungen bereits kenne, weil ich sozusagen gewisse Fahrer in, sagen wir mal so, teureren Autos, also zum Beispiel die drei Buchstaben haben, ja, Automarken, die drei Buchstaben, nein, nicht Kia, die glauben halt sozusagen, sie haben immer Vorrang und das muss man dann in Kombination gut einschätzen können. Vorsichtig, bitte Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es ist derzeit einiges an schwierigen Energien unterwegs. Wir steuern hier sehr geschickt und gekonnt durch diese Stromschnellen. Und in Summe ist es ja, was wir hier erleben jetzt, nichts anderes als eine Art Abschied von, naja, wir können ja sagen, Abschied von Takatukaland. Ja? Also Abschied von Takatukaland und es geschehen halt jetzt Zeichen und Wunder. Man wundert sich über viele Dinge und naja, also wie gesagt, Bewusstsein schafft Realitäten, wie wir wissen. Bewusstsein schafft Realitäten und naja, die eine oder andere gute Tat haben wir ja schon bewirkt und das war die heutige auch Tagesfrage, aber die möchte ich dann erst morgen beantworten. Natürlich, ja, können wir mit unseren Gedanken, aber besonders auch mit unseren positiven Gefühlen sehr, sehr viel beeinflussen. Wir haben für das morgige Horoskop eine Opposition zwischen Mond und Neptun und zwar der Mond eingeschlossen in der Jungfrau im 7. Haus und Neptun logischerweise auch eingeschlossen in den Fischen im 1. Haus. Ja? Und wir wissen, dass Mond, Neptun immer mit Verlust und Lügen zu tun hat. Ja? Also das heißt, es hat mit Unschärfe, mit Unklarheiten, mit Wahrnehmungsstörungen zu tun. Aber dazu werden wir dann mehr im 2. Teil erfahren, worauf ich nur ausdrücklich hinweisen wollte. Wir haben die Sonne auf 9 Grad 30, ja? Und haben angeblich morgen, also da wäre die Sonne so auf 10 Grad 30, haben, nein, 9 Grad 30 passt ja, das ist ja das Morgen, habe ich vergessen, Denkfehler, 9 Grad 30 und haben morgen angeblich einen Monatswechsel. Wir haben morgen den 1.8. Wie kann ein Monat auf 9 Grad 30 wechseln? Das geht ja nicht. Ein Monat wechselt immer bei 0 Grad eines Sternzeichens. Und danach richte ich auch sozusagen meinen eigenen Kalender aus. Wir haben natürlich ja, morgen keinen Monatswechsel, aber trotzdem, wie wir festgestellt haben, die alten Zahlen sind immer wieder spannend und interessant. Also es ist immer wieder verblüffend, dass hier doch immer wieder etwas Brauchbares heraussieht. Und ja, es ist bemerkenswert, bei diesem Aspekt ist die Sonne auf der Hauptachse ganz so, als wollte sie uns sagen, es hat ein neuer Tag begonnen. Allerdings beginnt dieser Tag um 20.50 Uhr. Das ist ein bisschen spät und naja, Sonnenuntergangspunkt, ein bisschen schwierig für mich, weil wie gesagt, wir haben mehr Tagstunden als Nachtstunden. Hier diese Grafik ist meines Erachtens falsch. Es sollte die Aszendentenachse natürlich im Sommer nach unten, Frühling, Sommer nach unten gebogen sein und im Winter dann nach oben V-förmig gepfeilt sein, weil die Anzahl der Tagstunden im Winter kürzer ist. Dafür wäre sie im Sommer länger. Also das heißt, hier dieser Strich, der immer gleichbleibend ist, ist meines Erachtens natürlich eine große, große Unschärfe der Astrologie, also auch hier, ich glaube, das sind 10- oder 11-Jährige, vor denen sich schon die Leute in
Angst und Schrecken. Man muss sich schon vor 10, 11-Jährigen fühlen. Also es ist gewaltig, was hier. Ja, also großartige Entwicklung. Und wir sehen halt jetzt, wie gesagt, das Ende von Takatuka-Land, das schier endlose Füllhorn des Kreditbetruges, dieses virtuelle Füllhorn wird allmählich versiegen. Wir nehmen trotzdem die alte Zahlenreihe zuerst, weil ich habe die Karten hier vor mir liegen und ich würde sagen, gehen wir es einfach an. Wir haben die Zahlen für morgen, 1. August, eben kein Monatswechsel, aber am Kalender doch. 1 plus 8 ist 9. Die doppelte 11, die 13, die 15, daraus resultieren die 6, alles bekannte Zahlen. Die 1 steht für den Neubeginn, aber auch für Pluto. Wir überprüfen das gleich einmal. Hat Pluto eine herausragende Position? Naja, er steht im 12. Haus, als Herrscher des 9. Hauses, ist es nicht so spannend. Aber vielleicht hängt es auch mit Mars ein wenig zusammen, auch wenn der Mars dann die letzte Zahl ist, die 6. Aber das ist einmal sehr spannend, ja? Weil wir haben morgen einen keltischen Mittwoch, den ersten von zwei Mittwochen, Merkurtagen. Und kaum redet man von Merkur, ist er auch schon da. An zweiter Stelle steht tatsächlich bei der alten Zahlenreihe Merkur. Und die zweite Zahl ist immer die bestimmende Zahl. Und Merkur steht in diesem Horoskop auch als Herrscher des 4. und natürlich 5. Hauses im 7. Haus. Also offensichtlich hat die Bevölkerung hier, Herrscher 4, Merkur, eine herausragende Bedeutung. Und die 11, die doppelte 11, hängt natürlich mit der Bevölkerung zusammen, sprich mit uns, mit der intelligenten Bevölkerung, welche magisch, mental arbeitet und jetzt Realitäten schafft. Wir haben den satanischen Treiben lange genug zugeschaut und wir wollen diese Fraktion nicht mehr an allen Schalthebeln der Macht sehen. Das heißt, wir übernehmen mit unseren positiven, liebevollen Gedanken als Stellvertreter des Kosmos oder wenn du möchtest von Jesus Christus oder von, weiß nicht, von Mohammed oder von, ich keine Ahnung, was für dich eine maßgebliche Autorität ist oder Gott oder Allah oder was auch immer, ja, was auch immer es sind unsere mentalen Kräfte, es ist unser Traumkörper ausschlaggebend. Ja, ich habe jetzt ad hoc, das habe ich natürlich nicht vorbereitet, aber ich werde hier gleich ein Video von Tageshoroskop 2 zeigen. Gut, das war wie gesagt nicht geplant. Tageshoroskop 2. Und zwar hat der Christa ein grandioses Video hochgeladen, nämlich dieses hier. Überfall, der persönliche Doppelgänger übernimmt. Also ich muss ehrlich sagen, ein gigantisches Video, welches sich einige tausend Aufrufe verdient hätte. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt kein Fake ist. Ja, ich gehe davon aus, dass es wirklich von einer Überwachungskamera, warum die auch immer diesen Abschnitt hier überwachen sollte, keine Ahnung. Aber es ist, sollte es stimmen, wäre es eine absolute Sensation, weil es wäre dann sozusagen das Missing Link, welches aufgetaucht ist als Doppelgänger, also ist gleich der Traumkörper, der sich in dieser Realität zeigt. Also bitte, wenn du die Möglichkeit hast, schau dir dieses Video vom Chris Tageshoroskop unbedingt unserem Schwesternkanal unbedingt an. Wir haben an fünfter Stelle die 13. Die 13 sagt uns, dass etwas zu Ende geht, ist natürlich ein klarer Widerspruch. Die 1 zeigt, dass etwas Neues beginnt und die 13 zeigt uns, dass etwas zu Ende geht. Also irgendwie kann was mit den alten Zahlen hier jetzt nicht stimmen. Also da die ersten zwei haben mir ganz gut gefallen, aber die 13 passt so gar nicht hinein. Aber vielleicht geht ja etwas anderes zu Ende, was wir eben als die Lüge bezeichnen. Die 15, starke Machtausübung, Magie, der Teufel, starke Sexualität im Spiel, große Abhängigkeit, große Sucht, bekannte Zahl. Wie gesagt, damit hat das System seit Jahrtausenden gearbeitet und in den letzten hunderten Jahren besonders intensiv, besonders seit der Rückkehr der Tempelritter. Die 6. Die 6 als Quersumme zeigt auf den Mars. Ja, Mars hat halt hier eine wesentliche Bedeutung als Herrscher des 2. Hauses im 3. Haus. Also da geht es schon mal sehr stark um Wirtschaft, Handel und Industrie. Hier geht es aber darum, dass wir unsere Gefühle, die Liebenden, ausdrücken sollen. Ist auch sehr gut für Sozialdienst, für Hilfstätigkeiten. Gut, die neue Zahlenreihe lautet 11, 16, 17,
24, doppelte 28. Die 11 haben wir vorhin schon besprochen. Ich glaube, kennen wir magische Wirkungskraft. Ja, es geht hier auch um Sexualität, aber in erster Linie um unsere mentalen Fähigkeiten. Wir haben morgen den 11. Tag des 5. Monats. Das ergibt die 16. Die 16 weist uns auf einen Zusammenbruch hin. Interessant, in der alten Zahlenreihe hatten wir auch die 13. Also das heißt, diese zwei Zahlen stimmen. 11 und 16, die sind hundertprozentig richtig. Die anderen Zahlen, naja, 1740 gehe ich davon aus. Das heißt, wir haben die 17, Osiris, die Wasser des Lebens, Jesus Christus Zahl, große Schutzzahl, fantastisch. Ja. Sehr spannende Zahl, die 17. Heißt aber auch, ja, bedeutet aber auch Schwierigkeiten in der Kindheit. Heißt, steht interessanterweise in einer anderen Kabbala auch für eine schwierige Kindheit. Die 24 ist eine Streitzahl. Bin schon neugierig, ob wir die Streitzahl hier herauslesen werden. Ja, das siebte Haus ist relativ stark besetzt. Haben wir Aspekte vom Mars ins siebte Haus oder Uranus? Sehe ich jetzt nicht so sehr, aber vielleicht werden wir aus dem Horoskop etwas finden. Hier geht es halt darum, jeder hat von seiner Warte aus gesehen recht und hier wäre die Lösung eben den anderen auch zuzuhören. Aber wie gesagt, ich glaube, der Merkur könnte schon für einiges an Nervosität stehen, weil hier geht es um angeregte Gespräche. Steht er doch immerhin, glaube ich, auf Wassermann gerade, wenn ich mich richtig erinnere. Korrekt, 2541 ist Wassermann gerade und das heißt schon mal was. Die fünfte und letzte Zahl ist die 28. Naja, man möchte, dass alles so bleibt, es soll sich ja nichts ändern und wir haben tatsächlich hier eine sehr starke feste Besetzung. Aszendent Wassermann ist fest, er steht im dritten Haus im Stier, ist fest. Also wir haben ein richtiges Schützenfest an festen Besetzungen und daraus ergibt sich dann die 10 und die 1. Die 10 weist uns auf die Sonne hin, die hier eine starke Position hat, ja, und ich sehe hier eher die Matrix, die Mond, also Saturn-Mond-Matrix, der Saturn als Sendestelle, der Mond als die Relaisstelle, welche die stark niederdrückende Wirkung der saturnalen Schwingungen auf die Erde bewirkt. Und als letzte Zahl haben wir dann wieder die 1, den Neubeginn. Also das heißt, auch hier der Widerspruch in der neuen Zahlenreihe auch zwischen der 16 und der 1. Also in beiden Zahlenreihen haben wir diesen Widerspruch. Also offensichtlich geht das Alte zu Ende und das Neue erwacht. Also man kann nur sagen, Abschied von Takatukaland. Weiter zum zweiten Teil. Ende.